Wir sind Anna und Marlene, zwei Mädels mit einem Segelboot. Und nach 2 Jahren in Skandinavien und 4 Monaten in Norwegen ändern wir endlich den Kurs. Wir wollen in den Süden, in die Wärme. Mit dem Boot ist das ein weiter Weg und vor allem geht's durch herausfordernde Seegebiete. Die Nordsee, der Ärmelkanal, der Atlantik. Uns erwarten mehr Wind, starke Strömung und meterhohe Wellen. Und ganz ehrlich, davor haben wir richtig, richtig, richtig Respekt. Aber jetzt sind wir bereit für neue Abenteuer, neue Challenges, neue Meere und nehmen euch mit. Im letzten Video haben wir einen Fehler begangen. Trotz Sturmankündigung haben wir eine ungeschützte Insel angelaufen und dadurch wurde es sehr wellig und windig auf unserem Zuhause. Es ging nicht mehr anders und wir mussten das Schiff verlassen und dann Land schlafen. Nach einer Nacht an Land sind wir jetzt wieder an Bord zurück, aber es wird nicht weniger spannend. Uns erwartet die gefährlichste Stelle des ganzen Ärmelkanals, The Swinch. Hier liegen haufenweise Wracks, die durch die extrem starken Strömungen machtlos auf die Riffs getrieben sind. Wir wagen uns durch diese berühmt-berüchtigte Engstelle, bei der neben einer starken Strömung ganz verrückte Wellen und Verwirbelungen entstehen. Let's go! Es ist alles gut gegangen, wir sind zurück an Bord. Jetzt freuen wir uns auf Jersey, Guernsey, wie auch immer es ausgesprochen wird. Wir sind gespannt. Jetzt aber erstmal durch den einen der gefährlichsten Gezeitenströme Europas. Echt jetzt? Ab geht's. Ehrlich? Ja. Was? Warum sagst du mir das jetzt? Ich habe gestern bei Google gelesen. Ich habe nur gelesen, eine der schwierigsten Stellen im Ärmelkanal. Obwohl das so eine ganz kleine Stelle nur ist, hat die einfach einen eigenen Namen. Das finde ich schon sehr krass. Da geht's jetzt durch, da darf man nicht bei allen Winden, allen Strömungen Sollte durch. Sollte man nicht, ja. Aber wir kriegen das wohl hin jetzt. Let's go. Leute, wir haben es geschafft. Wir sind durch die Stelle durch. War eigentlich viel einfacher als gedacht. Also haben uns auf jeden Fall viel mehr Sorgen gemacht vorher. Oder auch schon gestern Abend. War echt nicht so wild. Also ich glaube höchstens 4 Knoten Strom. Und ja, auch nicht so krasse Overfalls oder so. Obwohl wir sogar Wind gegen Strom hatten. Weil wir sind am Wind gesegelt. Das hatten wir gar nicht mit einberechnet. Also die Wellen hatten wir von vorne. Und manchmal war das auch ein bisschen so Kreuzwellen. Aber halt nicht wild. Auch da will ich mir nicht vorstellen, wie das bei 5 bevor aufwärts aussieht. Aber da soll man da ja auch nicht langfahren. Yes. Jetzt sind wir auf dem direkten Wege nach Guernsey. Wir sind am Start hier zwischen den Inseln und es sind Delfine! Geil. Junge, was? Hey. Oh, was? Ey, auf! Alter! Ich hab's einfach auf. Wie geil! Oh.
Leute, was für ein Highlight. Da lässt sich doch das, die ganze Quälerei der letzten Tage so richtig schnell vergessen. Die Delfine, Wahnsinn. So cool. Man hat auch richtig gemerkt, dass es eine andere Art ist, als die, die wir das letzte Mal auf dem Weg von Norwegen nach Holland gesehen haben, weil die so rausgesprungen sind, so viel wendiger waren, so ganz andere Schwimmverhalten. Das war schon krass. Ja. Und nächstes Highlight. Nächstes Highlight. Die Aventur segelt einfach irgendwie, was hast du gesagt, 11 Meilen? Ja. 11 Meilen quer ab von uns. Wer nicht weiß, was das ist, es ist ein segelndes Cargo-Schiff. Also die segeln Güter aus Amerika nach Europa. Richtig krass. Auch Kaffee oder Schokolade. Ich glaube Alkohol auch. Also richtig, richtig cool. Finden wir mega, mega nice Projekt. Ich glaube, da kann man auch mitsegeln freiwillig. Also ehrenamtlich. Yes. Ja. Mega. Spannend. Die sind einfach hier. Da sind wir. Und da ist die hier Aventur. Und dann als Beweis Navigationsstatus segeln. Die segeln also auch wirklich. Mega nice. 44 Meter langes Segelschiff. Fährt jetzt in die Richtung von Brest. Cool. Ganz kurz, Leute, bevor das Video weitergeht, möchte ich euch noch was sagen. Und zwar gibt es ja unseren Kalender gerade zur Vorbestellung in unserem Online-Shop. Und zwar nicht mehr lange. Der ist von uns für euch mit den geilsten und atemberaubendsten Landschaftsaufnahmen, die wir in Skandinavien gemacht haben. Und der ist nur noch ganz kurz vorbestellt, weil danach wird es den nicht mehr geben. Das heißt, nutzt jetzt die einmalige Chance und holt euch euer Exemplar. Und wenn ihr nicht nur einen braucht, sondern auch noch einen verschenken wollt, dann holt euch zwei. Denn dann gibt es von uns einen signierten Print dazu, einer von diesen dreien. Und wir schreiben euch auch noch eure persönlichen Weihnachtswünsche zusätzlich drauf. Das heißt, guckt bei uns im Shop vorbei, kalender.anna-und-marlin.de, und jetzt ganz viel Spaß mit dem weiteren Video. Und besorgt jetzt schon die Geschenke für eure Liebsten. Genau. Oh, Anna, was machst du da denn jetzt? Die schöne Flagge! Wir haben keine Gastlandflagge und deshalb müssen wir die jetzt noch eben basteln. Wir müssen jetzt aus unserer Eldeni-Flagge eine Jancy-Flagge machen. Und dafür muss eigentlich nur dieser runde Kreis ab und hier muss so ein gelbes Kreuz noch zusätzlich rein. Aber wir haben keinen gelben Stoff. Marlin, könntest du kurz bei den Plünen gucken, ob wir irgendeinen gelben Stoff haben? Wir könnten die Quarantäne-Flagge nehmen. Die zerschneiden. Jo, gute Idee. Und Leute, wir sind übrigens angekommen. Wir sind im Hafen, beziehungsweise am Waiting Pontoon, weil da sieht man, ist immer noch das Tor zu. Man kommt nicht rein. Ich glaube, das Tor bleibt zu. Ich glaube, es wird einfach nur überflutet und dann fährt man da oben rüber. Hier ist die Flagge. Mit Klebeband. Ich weiß nicht, wie lange es sieht aber einfach richtig gut aus. Wieder. Ich weiß nicht, wie lange das gelb bleibt, aber es ist besser als nichts. Guernsey ist übrigens für viele ein Steuerparadies. Wir konnten hier extrem günstig Diesel tanken und haben im Vergleich zu französischen Preisen nur halb so viel bezahlt. Am nächsten Tag ging es dann um 4 Uhr im Dunkeln raus aufs Meer, denn wir haben einen langen Schlag vor uns. Yes, ab geht's zurück nach Frankreich. Wir segeln ins französische Festland von den Kanalinseln aus. Das heißt, die Gastlandflagge muss mal wieder getauscht werden. Hey, ich glaube, wir haben jetzt auf jeden Fall schon 10 Länder in denen, oder 10, mindestens 10 Gastland, über 10 Gastlandflaggen, die wir jemals gesetzt haben. Wie, in diesem Jahr oder allgemein? Allgemein. Krass. Schweden,
Dänemark, Finnland, Estland, Polen, Norwegen, Frankreich, Belgien, Niederlande, Kanalinseln. Orleans? Ah, oh, Orleans, stimmt. Das ist ja auch eine andere Gastempfange. Ja, okay, dann setz ich die mal. Leute. Was? Gastlampen, ey, kannst du vielleicht noch den Kegel mitbringen? Ja. Gönzel war mega. Haben uns da aber gar nicht so viel angeguckt, weil wir nicht so lange da waren. Blenden euch hier mal ein paar Bilder ein. Mit der Drohne war ich ja auch fliegen. Und jetzt geht's einfach zurück ans französische Festland. Wir haben Frankreich auch schon ein bisschen vermisst. Wir haben uns da echt ein bisschen dran gewöhnt an diesen Lifestyle. Croissants und Baguette. Wir haben heute Morgen um 4 Uhr abgelegt, jetzt ist es schon wieder 18 Uhr, also wir sind schon richtig lange unterwegs und haben auch schon viele Meilen weggesegelt. Wir wollen nämlich nonstop nach Brest, das ist der Ausgang vom Ärmelkanal, beziehungsweise der Anfang von der Biskaya. Aber jetzt beginnt das Abenteuer erst so richtig. Der Wind nimmt immer weiter zu, wir haben jetzt halben Wind mit 12 und heute Nacht 15 Knoten, also perfekte Bedingungen, genau deswegen wollen wir auch nonstop nach Brest, weil das Wetterfenster bis morgen Mittag oder so stabil so bleibt. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen und nutzen das. Zusätzlich scheint die Sonne, aber es ist richtig, richtig, richtig kalt. Also ja, wir ziehen uns jetzt immer wärmer an, je tiefer die Sonne wieder untergeht und dann geht es in die Nacht. Und wir nehmen euch natürlich mit, wenn was Spannendes passiert. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, weil es jetzt quasi auf den Atlantik geht. Crazy, crazy. Und da geht auch schon die Sonne unter. Unsere erste Nachtfahrt im Ärmelkanal steht bevor. Und wahrscheinlich auch unsere letzte, denn wir erreichen wahrscheinlich morgen Mittag Brest. Das heißt, wir haben ganz offiziell den Ärmelkanal durchsegelt und sind dann in der Bucht von der Biskaya. Dang. Crazy. Dann ist es Atlantik und keinen Ärmelkanal mehr. Die Nacht ist überstanden und sie war überraschenderweise verdammt kalt. Aber auch wunderschön, denn wir hatten perfekten Wind und der ist natürlich ausschlaggebend für unseren Gemütszustand. Wir hatten entspannte Wachen, denn neben ein paar anderen Segelbooten war nicht viel los auf dem Wasser. Dafür unter Wasser aber umso mehr. Leute, die Nachtfahrt durch den Ärmelkanal ist gut geglückt, würde ich sagen. Die erste und einzige Nachtfahrt, denn wir sind jetzt aus dem Ärmelkanal hinaus und wir hatten noch eine richtig krasse Nacht. Wir haben einfach Delfine gesehen. Ich glaube, das erste Mal gegen 0:00 und ab da haben die uns immer wieder fast durchgehend begleitet. Ja. Ich hatte sie bei meiner Wache, du hattest sie bei deiner Wache. Ja. Die haben irgendwie ums Schiff so rum gejagt. Also man hat richtig gesehen, dass
im Wasser so ganz viele kleine Fische hochspringen und die Delfine da hinterherjagen. Und erst dachten wir, das sind Thunfische, weil gestern haben wir ganz viele Thunfische jagen sehen. Voll krass, es waren wirklich richtig viele. Also allein hinten am Heck bei uns haben irgendwie 10, 20 Delfine gleichzeitig gechillt. Also ja, ich glaube, die mögen unser Schiff besonders. Weil da waren so viele Segelboote unterwegs, aber ich glaube, die mögen unseres am meisten. Die haben uns eskortiert. Die haben uns beschützt vor den Orcas. Ja, und jetzt sind wir am Ende des Ärmelkanals. Wir sind mega stolz auf uns, dass wir den jetzt einfach durchquert haben. Wie krass ist das denn? Am südlichen Ende. Leute, ganz ehrlich, wer hätte Anfang des Jahres gedacht, dass wir in diesem Jahr nicht nur die Nordsee überqueren, sondern auch durch den kompletten Ärmelkanal segeln? 10,3 Knoten. Top Speed! Bis dato waren wir schließlich nur auf der Ostsee unterwegs. Und dann haben wir es einfach gemacht. 7.23 Uhr, Frühstückszeit. Anna hat mir einen Crepe gemacht. Erst nonstop über die Nordsee, dann durch den Ärmelkanal. Ein Seegebiet, vor dem wir uns 2 Jahre lang fast schon gefürchtet haben. This is sailing vessel Hefandeli. Und von dem man vieles hört, was man als Seglerin halt nicht hören will. Das ist nicht die Ostsee, da geht es ganz anders zur Sache. Wir verlassen unser Zuhause. Das ist Segeln auf einem anderen Level. Wir wurden das erste Mal von der Polizei angehalten. Strömungen, die stärker als das Schiff sind. Einen der gefährlichsten Gezeitenströme Europas. Kurze Wellen, gegen die ihr nicht ankommt. Viel mehr Starkwinde und Stürme und bis zu 10 Meter Tidenhub. Dort kann man nicht einfach ohne Plan segeln. Quickly as possible in den Hafen rollen. Man muss schauen, wann man ablegen kann, berechnen, wann man ankommt und sich über tückische Stellen im Voraus informieren. Es ist sehr, sehr viel Verkehr. Aber mehr halt auch nicht. Ja, es ist ein anspruchsvolles Seegebiet und wir haben wirklich viele Segelnde auf der Ostsee kennengelernt, die vom Ärmelkanal und vor der Nordsee richtig Angst haben. Aber ganz ehrlich, wenn man sich ein wenig Zeit nimmt und nicht bei jedem Wetter raus muss, dann kann der Ärmelkanal ein ganz normales und wunderschönes Urlaubsgebiet sein. Wir haben uns hier auch nie gesehen, dachten, das Gebiet sei nur was für Erfahrene. Wir haben uns da echt ein bisschen dran gewöhnt. Und jetzt gehören wir irgendwie selber dazu. Wir sind unfassbar stolz auf uns. Der Ärmelkanal hat uns zu erfahreneren und vor allem geduldigeren Seglerinnen gemacht. War eigentlich viel einfacher als gedacht, also haben uns auf jeden Fall viel mehr Sorgen gemacht vorher. Und obwohl dieses Abenteuer hinter uns liegt, beginnt das Größte von allen erst jetzt. Bonjour, merci, merci beaucoup. Die Biskaya. Mehr dazu im nächsten Video. Nehmt euch jetzt eben die Zeit und lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal und besorgt euch auf kalender.annaundmelin.de den Kalender als ein super persönliches, hochwertiges und kreatives Weihnachtsgeschenk. Peace out, bis nächste Woche.